Liebe Gäste, liebe Teilnehmende, guten Tag, grüezi, moin moin, servus und hallo. Auch wenn wir uns hier und heute nicht an einem gemeinsamen Ort begegnen, freue ich mich sehr und ist mir eine besondere Ehre, Sie jetzt als unsere Gäste im virtuellen Konferenzraum begrüßen zu können. Man kann fast sagen, dass unsere Tagung Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken inzwischen Geschichte geschrieben hat. Eigentlich wollten wir uns schon im Januar dieses Jahres vor Ort bei uns in Köln treffen. Dann ist es keine 24 Stunden vorher in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Gelände der Universitätsklinik ein Blindgänger gefunden worden, der just zu der Zeit entschärft wurde, als unsere Tagung stattfinden sollte. Wir mussten absagen. Schnell konnten wir einen neuen Termin finden und dann kam im März, wie es ist, Covid-19-Pandemie. Und nun ist es vieles nicht mehr so, wie es war, wie wir es kannten. Nicht mal ein Treffen in kleineren oder im etwas größeren Kreise, geschweige denn Veranstaltungen wie unsere geplante, können derzeit stattfinden. Besondere Zeiten brauchen neue Wege und Kreativität. In den letzten Wochen haben wir alle die Möglichkeit der digitalen Kommunikation noch besser kennengelernt als ohnehin üblich. Daher fiel uns die Entscheidung leicht, unsere Tagung auf den Online-Modus umzustellen. Meetings und Besprechungen per Videocall überschaubaren Kreisen gehören inzwischen für uns alle zur Tagesordnung. Eine Tagung mit fast 400 Teilnehmenden, also 360 bis 400 Teilnehmenden, wie wir das heute haben, ist für uns allerdings eine Premiere. Wir haben alles gut vorbereitet, aber trotzdem bleibt ein Rest Nervosität, ob auch wirklich alles klappt. Aber gemeinsam mit Ihnen allen kriegen wir das sicherlich hin. Einen positiven Aspekt der technischen Möglichkeiten möchte ich noch herausstellen. Wir zeichnen die gesamte Veranstaltung auf. Die Videos stellen wir dann im Nachgang online. Unser Team ist per Video die ganze Zeit zugeschaltet. Und wenn Sie technische Probleme haben, können Sie sich entweder im Chat oder an unsere Mailadresse pressestelle@zbmed.de wenden. Wie kam es zur Konferenz? Und die Planung für unsere Tagung begann schon im letzten Jahr. Dr. Willi Bredemeier von Passwort in Bonn hat ein Buch zur Zukunft der Informationswissenschaften herausgegeben. Um mit den Akteurinnen und Akteuren noch besser ins Gespräch zu kommen, hat er zunächst eine Veranstaltung in Berlin organisiert. Um die Zukunft der wissenschaftlichen Bibliothek noch einmal genauer in den Blick nehmen zu können, hat der Dr. Bredemeier uns anschließend angesprochen und gefragt, ob wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen können. Seit vielen Jahren kennt Willi Bredemeier uns, also ZBMed, und wir kennen ihn. Schon oft haben wir gut zusammengearbeitet und daher natürlich gerne zugesagt. Das Ergebnis ist jetzt die Tagung heute. In der letzten Woche allerdings erreichte uns nun leider die Nachricht, dass Dr. Bredemeier aus gesundheitlichen Gründen heute nicht live zugeschaltet werden kann. Aber Sie stimmen sicherlich mit mir überein, so ganz ohne ihn geht es nicht. Er hat uns daher eine Videobotschaft geschickt, in der Sie alle auch noch einmal begrüßt und uns eine kurze Einführung in die Thematik gibt. Und an dieser Stelle würde ich sehr gerne an unser Technikteam übergeben, das Video einzuspielen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Willi Bredemeier und möchte Sie herzlich zu unserer Veranstaltung Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken begrüßen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben uns mehrere Missgeschicke überfallen. Zunächst gab es hier einen Bombenfund und mit anschließenden Evakuierungen, sodass wir unsere Tagung verschieben mussten. Dann überfiel uns die Corona-Pandemie und wir mussten unsere Präsenzveranstaltung in eine virtuelle Veranstaltung umfunktionieren. Nun hat mich auch noch ein drittes Missgeschick gegen alle Wahrscheinlichkeiten erwischt. Ich muss mich heute leider einer kleinen, aber kaum verschiebbaren Operation unterziehen. Gleichwohl sehe ich zuversichtlich auf diese Veranstaltung. Ich habe jetzt 33 Jahre lang mit Passwort und Open Passwort die Entwicklung der Online-Branche, der Informationswissenschaft und der wissenschaftlichen Bibliotheken begleitet. Von der Vision einer eigenständigen deutschen Fachinformationslandschaft über den Boom der 80er und 90er Jahre bis hin zu den strukturellen Erschütterungen, die bis heute nicht aufgehört haben. Open Passwort und meine Autoren werden sich auch weiterhin mit den aktuellen Herausforderungen der wissenschaftlichen Bibliotheken befassen
und an der Debatte teilnehmen, um an dieser Stelle nur einzelne dieser Herausforderungen wenigstens namentlich zu nennen. Open Access, Forschungsdatenmanagement, Informations- und Datenkompetenz, Langzeitarchivierung, künstliche Intelligenz, Citizen Science, Personalgewinnung als neuer Engpass und die Anpassung der informationswissenschaftlichen Lehre an neue Anforderungen. Ich nehme bereits von jetzt von dieser Veranstaltung die Gewissheit mit, dass ein großes Interesse an einer Fortsetzung dieser öffentlichen Debatte besteht, gerade weil sie so, fast schon könnte man sagen, enthusiastisch auf unsere drei Einladungen reagiert haben. Aus historischer Sicht ist diese Veranstaltung ein Spin-off meines Buches Zukunft der Informationswissenschaft. Ich wusste bereits bei der Konzipierung dieses Buches, dass es ohne eine Einbeziehung der wissenschaftlichen Bibliotheken nicht gehen würde. Nirgendwo gibt es ein solches Experimentierfeld für informationswissenschaftliche Bibliotheken Die Piloteinrichtungen der wissenschaftlichen Bibliotheken stellen vielleicht die gelungensten Beispiele für eine kreative, gegenseitige Befruchtung von angewandter Forschung und Praxis dar. Umso mehr freue ich mich, dass zwei meiner Autoren als Referenten auch für diese Tagung gewonnen werden konnten. Das sind Dietrich Nelle, ehemals ZBMed Interimsdirektor mit relativ umfassenden Überlegungen zur Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken und Sören Auer von der Technischen Informationsbibliothek Hannover, der uns den paradigmatischen Wechsel von dokumentenzentrierten Wissenstausch zu wissensbasierten Informationsflüssen nahelegen wird. Auch auf die anderen Referenten dürfen Sie sich freuen. Auf Anne Christensen von Effective Network, die klare Strategien für neue digitale Dienste verlangen wird und die Produktion von Wow-Effekten für die Nutzer. Auf Dietrich Rebholz-Schumann von der ZBMed, der in den Mittelpunkt seiner Erörterungen die wechselseitigen Befruchtungen von klassischen bibliothekarischen Leistungen und angewandter Forschung stellen wird. Und Konrad Förster von der ZBMed und Marvin Lanschik von ZBIW, die uns sagen werden, woher die so dringend benötigten Data Librarians kommen. Mein Rat und mein Vorschlag von heute, meine Bitte, nehmen Sie teil an dieser Debatte über die Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken auf dieser Veranstaltung und darüber hinaus. Wir sehen und hören uns wieder, hoffe ich wenigstens. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Thank you.